Zurück im Landwirtschaftssimulator 2013, zurück bei Giant Software in Zürich, in Schlieren. Wir wollen ja die Schlierener nicht beleidigen, wenn sie sagen, wir gehören gar nicht zu Zürich. Und bei mir ist immer noch Stefan. Er ist Lead Programmer hier bei Giants und er zeigt uns das Spiel. Nachdem wir die Tutorials ein bisschen angegangen sind, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Karriere, schauen uns unseren neuen Bauernhof an, denn es gibt natürlich eine neue Welt und einen neuen Hof und der sieht viel besser aus als der in der vorherigen Version. Auf geht's! Wo unterscheiden sich eigentlich die Schwierigkeitsgrade, Stefan? Der Hauptunterschied ist vor allem die Menge des Gelds, die man bekommt pro verkauften Korn. Die Problematik ist, dass man nicht zu viele Parameter ändern kann, damit es ein bisschen transparent ist für die Leute und auch für uns natürlich, damit es einfacher einzustellen ist. Weil wenn man zu viele Möglichkeiten hat, das einzustellen, wird es immer sehr, sehr schwer, das irgendwie richtig auszubalancieren. Okay. So, hier sehen wir ihn, den neuen Bauernhof. Im hübschen Fachwerkhaus und da wartet schon ein Fragezeichen vor der Tür. Genau, das gibt es ja auch schon beim Elfer, diese Fragezeichen überall, die ein bisschen eine Einleitung geben, was man hier machen kann. Hier natürlich nicht sehr viel Sinnvolles. Aber das ist ein richtig hübsches Häuschen. Also da würde man einziehen. Schon mal deutlich hübscher als das vom Vorgänger. So ja, da haben wir, das war auch ein großer Kritikpunkt, den wir uns genau angeguckt haben, dass man sich nicht so wohl fühlen würde bei dem Hof vom Elfer. Und entsprechend haben wir da ein bisschen was investiert und das ein bisschen detaillierter gemacht. Ich schaue mich nachher hier bei euch im Büro mal ein bisschen um, wie viele Landlustmagazine hier rumliegen, denn das müsste ja eigentlich eure Standardausrüstung sein. Jeden Monat mal eben schauen, okay, was ist denn so toll auf dem Bauernhof? Aber es ist schon, ist auch deutlich farbenfroher, oder? Kommt es mir so, ist ein bisschen kräftigere Farben? Vielleicht spinne ich aber auch. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Aber die Wäscheleine ist auf jeden Fall neu. Genau, das ist sicher eine Neuerung. Auch sonst, die Farben wurden ein bisschen stärker gemacht. Und auch eben auch hier sieht man wieder den Unterschied. Das ist deutlich mehr Bäume. Auch deutlich mehr Gras, oder? Im Boden? Das auch. So, dann haben wir hier drüben haben wir eigentlich so die ganzen Ställe. Haben wir hier zum Beispiel hier links haben wir die Abgabestelle für Strohballen. Da können wir die verkaufen, falls wir die nicht verfüttern wollen, den Kühen. Das sieht auch ganz schön unordentlich aus. Haben wir keine Angestellten, die da mal ein bisschen für Ordnung sorgen auf dem Hof? Wo ist das Personal? Das Personal sieht man an sich nicht. Man kann aber halt Personal einstellen, um die Traktoren steuern zu können, um die Feldarbeiten zu erledigen. Das ging auch schon im Vorgänger, oder? Genau. Diesen Automatik-Helfer, den gab es schon. Aber ist das nicht mal ein schöner Anblick, da mit dem, ist das Sonnenaufgang? Ja, wir sind früh morgens, oder? 6.52 Uhr, genau. Das ist früh morgens. Hier drüben sehen wir zum Beispiel auch gerade die Neuerung, sind die neuen Tiere. Hier haben wir einen Hahn, besitzen wir bereits. Und da können wir natürlich dann weitere dazu kaufen. Trau dich mal ein bisschen näher ran. Wir wollen ihn mal aus der Nähe sehen. Aber er ist ein einsamer Hahn. Wo sind denn seine Hennen? Hennen? Die kann man natürlich dazu kaufen. Wir besitzen erstmal einen Hahn zu Beginn. Ein bisschen Geld haben wir, das können wir sonst gleich mal zeigen hier. Mit P können wir jederzeit einen Shop aufmachen. Dann können wir hier oben zu der Kategorie Tiere wechseln und kaufen uns mal einen Huhn hier. Das ist, Kühe gab es schon im Vorgänger, aber das mit den Schafen und Hühnern ist neu, oder? Genau. Die bieten eigentlich auch ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten. Die Kühe produzieren ihm weiterhin Milch, die dann auch automatisch abgeholt wird. Die Schafe produzieren Wolle, die man dann auch abholen muss. Und dann haben wir hier die Hühner, die dann täglich ein Ei legen, das man dann aufnehmen muss und im Laden verkaufen muss. Also nee, man muss die Eier wirklich, man muss wirklich die Ställe ablaufen und die Eier einsammeln? Genau. Das ist ja der Hammer. Aber ja, die sind ja nicht so teuer, kaufen wir mal ein paar. Die laufen jetzt hier... Wahnsinn. Und die laufen jetzt hier rum. Und tatsächlich auch in unterschiedlichen Farben.
Genau. Die sind auch ganz hübsch animiert. Also der Hahn, der pickte eben gerade sogar ein bisschen. Ja, was fressen denn Hähne so? Oder Hühner? Die fressen Körner, oder? Die alles fressen Körner, genau. Die fressen Verschiedenes, was da rumliegt. Wir hatten zu Beginn die Idee, dass man die Hühner auch füttern muss. Gottes Willen, da wirst du ja nie fertig mit. Genau, die Problematik war dann aber, dass wir nicht so eine gute Lösung dafür hatten, weil wenn wir da mit dem Kipper hinfahren und dessen Korn abladen, ist das ein bisschen unrealistisch. Sind die Hühner gleich erschlagen. Und deshalb haben wir das jetzt so gemacht, dass die Hühner fressen eigentlich nur, was da rumliegt. Also okay. Man muss die nicht füttern. Dafür muss man halt wirklich da hingehen und die Eier einsammeln. Aber das ist ökologische, also das ist ein Bio, das ist eine Biofarm, oder? Also ich meine, das ist ja hier keine Legebatterien, sondern wirklich, denen geht's gut, genau, bis sie geschlachtet werden. Ja, aber wobei geschlachtet wird das nicht hier, weil ist natürlich auch immer eine friedliche Land. Das ist ein Vegetarier-Spiel. Wir wollen natürlich immer ein bisschen so die Idylle zeigen und nicht die negativen Teile der Landwirtschaft. Entsprechend haben wir bisher auch keine Fleischproduktion eigentlich eingebaut. Okay. Gibt es sowas als Mods? Kann man so weit ins Programm reingehen? Das ist möglich, aber ich habe bis jetzt keinen Mod gesehen, der das macht. Aber also alle Landwirtschaftssimulator-Spieler sind alles gute, liebe Menschen und lieb zu Tieren. Die klauen ihnen höchstens mal die Eier. Genau, genau. Und die legen die einfach dahin. Da kann man die einfach wegnehmen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Was wäre denn jetzt der erste Schritt in unserer Karriere? Der erste Schritt ist, denke ich, sich mal Geld verdienen. Wir haben jetzt immer nur ein bisschen Geld ausgegeben. Das ist immer ein guter Schritt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich da nach hinten gucke, sehen wir da ein gelbes Feld. Das ist schon bereits erntereifes Weizenfeld, das uns gehört. Haben wir quasi im Landwirtschaftssimulator 2011 gut vorgearbeitet und jetzt, zwei Jahre später, genau, ist alles schon fertig. Können wir direkt loslegen. Da sehen wir auch, da steht bereits ein Drescher daneben, praktischerweise natürlich. Wir sehen sie nicht, aber die Angestellten, die wir offensichtlich haben, das sind fleißige Kerlchen. Wir müssen frühmorgens nur aufstehen, können ein bisschen in die Sonne gucken, ein paar Hühner kaufen und gehen zum Feld und es ist schon alles vorbereitet. Perfekt. So wünscht man sich das. Ja, also die machen nicht so viel, wenn man wach ist, aber sind dann sehr aktiv in der Nacht. Wie die Heinzelmännchen. Genau. Ist die Figur neu, dass da eine Figur drin sitzt? Das war schon früher so. Echt? Dann habe ich das nicht in Erinnerung gehabt. Genau, ja, dann können wir der mal loslegen direkt. Du könntest den hier auch wieder in die Automatik schalten, oder? Genau, das in den Tutorial funktioniert das nicht natürlich, weil da wollen wir natürlich, dass die Spieler auch wirklich das selbst machen, um das zu lernen. Aber jetzt hier können wir natürlich den Helfer einstellen mit der Taste H. Machen wir das direkt mal. Und dann fährt der von selbst, da können wir auch wieder aussteigen. Ah, und schon ist ihnen geholfen. Genau. Wendet er auch von alleine? Ja, das macht er alles selbst. Eine Neuerung auch jetzt 2013 ist, dass sich der Helfer automatisch dem Feld ausrichtet. Also die Spieler, die schon den Elfer gespielt haben, werden sich vermutlich immer ein bisschen genervt haben, dass man irgendwie einen Helfer einstellt und dann fährt er 3 Grad schräg gegenüber dem Feld und dann ist er irgendwo. Und das macht er jetzt automatisch, der fährt immer schön dem Feld lang. Egal, wenn man, das kann ich sonst mal hier zeigen, wenn ich den wieder anhalte. Sie sind deutlich besser ausgebildet. Genau. Wollen Sie dann auch mehr Geld haben für Ihre neuen Fähigkeiten? Sind sie teurer geworden? Ich glaube, die sind ein bisschen teuer geworden, aber nicht klar. Viel. Also das ist immer nur so eine Sache, die wir halt einstellen muss, dass man nicht zu viel Geld verdient, aber trotzdem ein bisschen was zumindest, damit man auch schnell vorwärts kommt. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen schräg dastehe und dann wieder starte, dann dreht er automatisch wieder gerade in die Spur und ich muss mich da nicht mühsam drum kümmern, dass der schön gerade steht. Na gut, dafür hat er auch ein bisschen mehr Geld verdient. Das ist schon okay. Genau, ja, da können wir. Der nächste Schritt wäre natürlich jetzt mit dem Anhänger
zum Drescher hinzufahren, um dann das geerntete Korn auch einzufahren. Stimmt, momentan liegt das jetzt alles da auf dem Boden, oder ist das bloß, das sind bloß die Überreste, die genau, da ziehen, das sind diese Stängel, also das ist eigentlich das Stroh dann, das hier am Boden liegt. Wird das dann auch eingesammelt normalerweise? Das kann man einsammeln mit der Ballenpresse und diese Ballenpressen. Und ach, das ist das immer, was man auf den Feldern sieht, wenn man mal durchs Land fährt. Genau, da kann man dann die Ballen liegen da rum und dann muss man die einsammeln und kann die dann den Kühen verfüttern. Oder für den Unterlage für die Kühe einsetzen, damit die schön weich liegen und damit auch der Mist einfach abgetransportiert werden kann. Das ist zum Beispiel den Mist wollen wir jetzt nicht abtransportieren. Lassen wir den Helfer da mal ein bisschen seine Runden drehen. Der braucht ja noch eine Weile. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Hof und schauen. Oh. Ah ja, das ist auch eine der Neuerungen. Es gibt diese Ingame-Mission. Da gibt es irgendwas mal was zu tun. Da beklagen sich die Leute, dass beim Campingplatz zu viel Wiese ist, dass man die abschneiden soll. 6.900 Euro? Ja, das ist halt ein bisschen gut bezahlt, ne? Für 5 Minuten Arbeit. Ich werde verrückt. Ich werde sofort Bauer. Ist das realistisch? Ich glaube nicht, oder? Ich denke schon ein bisschen zu viel. Das Problem ist natürlich, man will sich ja auch irgendwann mal für die halbe Million den großen Traktor kaufen. Und wenn man da ein paar Euro bekommt, dann spielt man da schon. Na, auf zum Campingplatz. Also. Die Problematik im Moment ist natürlich, dass ich noch kein Mäher habe. Und, haben wir keine Schere oder sowas? Das gibt's leider nicht. Aber wir könnten ihn uns auch noch nicht leisten. Das muss ich gucken. Ich kann das sonst einfach mal akzeptieren. Akzeptieren wir es doch einfach mal. Ja, unten sehen wir jetzt auch schon den PDA, von dem wir in der vorherigen, haben wir in der vorherigen oder in dieser Folge davon gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Der geht jetzt automatisch auf, weil der zeigt hier auf der kleinen Karte auch direkt, wo das denn das Ganze jetzt ist. Ich kann mit der neuen, kann ich hier ein bisschen rauszoomen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Das ist kein iPhone. Ist das ein Statement? Das ist natürlich ein markenrechtliches Problem, wenn wir hier ein iPhone reintun würden. Aber wenn es den Landwirtschaftssimulator schon fürs iPhone gibt, also, da müssen wir mal mit Apple sprechen. Das geht ja so nicht. Ja. Also das sehe ich jetzt hier, wo das Licht, das ist ein bisschen weiter im Norden. Kann man denn rennen? Gibt es eine Rennfunktion? Oder ist das genau, man kann mit Schiff kann man schneller rennen. Ich habe jetzt eine Entwicklerversion, da bin ich ziemlich schnell unterwegs. Ich kann das sonst mal zeigen. Sportliche Bauern. Das ist natürlich nur hier, damit wir ein bisschen schneller testen können. Bauern auf Speed. Im echten Spiel ist man dann natürlich nur doppelt so schnell unterwegs. Ich kann sonst mal gucken, ob ich mir jetzt hier mehr leisten kann. Könnten wir denn im Notfall cheaten und uns ein bisschen mehr Geld, wenn du schon eine Entwicklerversion hast, uns ein bisschen mehr Geld aufs Konto Das kann ich natürlich auch machen. Legen lassen. Ich würde schon gerne mal den Campingplatz besuchen. Wir hatten ja auch versprochen, wir würden uns ein bisschen die Welt anschauen. Und genau. Campingplatz klingt auch nach was Neuem, oder? Ein Campingplatz, gab es das in der alten Welt? Da gab es einen Hafen und ein kleines Dorf, aber einen Campingplatz hätte ich jetzt so nicht in Erinnerung. Ja, das gab es nicht. Das ist neu hier jetzt. Ja, genau. Können wir sogar schon leisten hier den Amazone Profi Hopper. Der ist speziell für das gedacht, dass man hier ein bisschen mähen kann. Kaufen wir den sonst direkt mal. Der ist auch richtig preiswert. 3.500 Euro im Vergleich dazu, dass wir gleich für 5 Minuten Arbeit 6.900 bekommen. Also ja, das ist natürlich schon nicht schlecht. Wir müssen natürlich auch erstmal dahin fahren. Ich kann jetzt mit Tab können wir hier zwischen den Vehikeln rumwechseln. Und dann gehe ich da auch mal direkt zum Profi-Hopper. Der sieht ja super aus. Das ist wirklich so ein... Den kennt man aber auch so ein bisschen aus städtischen Parks, oder? Also damit wird auch mal im Park ordentlich das Gras weggemäht. Genau, also es ist jetzt nicht so das klassische Landwirtschaftsgerät. Und da läuft jemand rum. Ist das auch neu, oder? Dass so ein paar Leute durch die Gegend? Das gab es auch schon, aber nicht so an vielen Orten. Also ist jetzt an deutlich mehr Orten gibt es auch die Personen, die was rumlaufen. Passiert, wenn man die umfährt? Das geht natürlich nicht. Da kann man einfach durchfahren. Ist wäre auch ganz sehr schön, realistisch. Das wäre auch sehr, sehr schwierig mit der USK-Freigabe, oder? Genau. Mit so einem Mähdrescher über einen Menschen rüberfahren. Das sehen wir nicht gerne. Da werden Spiele für indiziert. Passiert hier natürlich nicht. Das ist natürlich nicht so das, was wir wollen hier. Und wir verursachen schon einen Stau. Da
Das ist aber, BMW. Kenne ich von hier. Ja. Das ist auch eine recht große Stadt, oder? Mhm. So eine große Stadt gab es auch vorher noch nicht. Ja, die ist schon deutlich größer jetzt. Aber was macht man denn als Landwirt in so einer großen Stadt? Will man denn überhaupt in die Stadt? Ja, das sehen wir zum Beispiel da auf dem Karte, sehen wir auch hier das Symbol mit diesen Kreisen. Das steht für den Eierverkauf. Da können wir zum Beispiel die Eier verkaufen. Oder zum Stadtfest. Oder zum Demonstrieren. Das ist ja auch immer, man sieht ja immer viele Traktoren, wenn mal irgendwie für Subventionen demonstriert wird. Mhm. Dafür braucht man auch eine Stadt. Aber ich denke mal, den Preis, den wir da bekommen, ist schon gut. Das ist okay, oder? Braucht man nicht demonstrieren. Ja, aber wenn ich jetzt mal gucke, da sind wir noch eine Weile unterwegs. Können wir den auch beschleunigen? Nein, das leider nicht. Oh, dann sehen wir mal ein bisschen was von der Welt. Das hatten wir ja versprochen. Das ist gar nicht so schlecht. Kann man mit der Kamera weiter rauszoomen? Ja, kann man ein bisschen. Ja, das ist nicht gut. Da kommen wir nicht durch. Ist da wirklich? Ich wollte gerade sagen, kommst du da hoch? Ja, das geht. Aber ist schon nicht so empfehlenswert. Weil man kann auch schnell mal stecken bleiben. Und dann muss man das halt wieder zurücksetzen. Und dann ist es wieder beim Hof. Das kann man aber, also wenn man das Fahrzeug irgendwie schlecht geparkt hat irgendwo, kann man es wieder zurücksetzen. Genau, das ist auch eine der Neuerungen eigentlich, weil früher gab es diese Vehikel-Zurücksetzen-Funktion im Startmenü drin. Ja. Und da hat es dann halt wirklich alle Vehikel zurückgesetzt. Oh, das ist natürlich was ein bisschen mühsam ist natürlich. Und jetzt kann man wirklich hier, ich kann das sonst mal zeigen hier im Spiel drin, aber nicht, dass wir den jetzt wieder zurücksetzen. Nee, das mag ich nicht. Da können wir hier, sehen wir alle wie unsere Geräte. Ist das auch neu mit dieser Karte, dass man sieht, welche Geräte wo sind? Genau, das ist auch eine neue Sache. Da können wir jetzt zum Beispiel auch direkt einsteigen. Wenn ich jetzt hier klicke, dann bin ich direkt bei einem Traktor und bin da eingestiegen. Das ist auch sehr praktisch, wenn man viele Traktoren hat und nicht zu jedem Traktor hinlaufen will. Oder du mit dem Tape durch diese durchschalten willst, da kann man wirklich direkt auswählen, da wähle ich hin. Wir könnten allen diesen Traktoren jetzt quasi auf den unterschiedlichen Feldern Aufträge geben. Also könnten ihnen sagen, jetzt du mähst hier ab, du säst hier, du pflügst hier um. Genau, wenn man natürlich das entsprechende Tool dabei hat, wenn ich hier natürlich gucke, dann haben wir hier kein Tool dabei. Da gibt es auch nichts zu machen natürlich. Da müssen wir erstmal was holen, damit wir das machen können. Na gut, wir werden das folgendermaßen machen. Wir werden jetzt mit dem kleinen, wie heißt der denn? Wie heißt der kleine? Mit dem Profi-Hopper. Mit dem Profi-Hopper. Mit dem werden wir zum Campingplatz fahren. Ach, der ist von Amazon. Genau. Den gibt es noch zu bestellen. Okay. Machen das nicht nur in Bücher und Videospielen. Nicht zu verwechseln mit Amazon. Ach das, so. Das E am Schluss ist entscheidend, natürlich. Nee, wir werden da hinfahren, aber wir zeigen euch das nicht alles, denn wir machen eine kurze Pause. Und wenn wir am Campingplatz angekommen sind, dann seid ihr in der dritten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2013 bei Giants live vorgeführt und angeschaut und kommentiert angekommen. Bis dahin, macht's gut!